Hallo, heute mal wieder ein kleines Demo, Lazarus, Demo aus aktuellem Anlass. Naja, ihr seht, worum es hier geht. Wer jetzt keinen Ball mehr abgekriegt hat, ne? Fußball-Weltmeisterschaft Brasilien ist gerade zugange, der braucht jetzt keinen Ball mehr holen. Er könnte ihn auf den Desktop bringen. Jeder dieser Bälle ist ein eigenständig laufendes Programm, wie man hier auch sehr schön sieht. Hatte ich schon mal in abgewandelter Form gezeigt in meinem Set Shape Demo. Ball, ne? Jedes dieser kleinen Bällchen ist ein eigenes Programm mit einer runden Benutzeroberfläche. Ne? Hatten wir letztens mal gemacht mit einem Tux. Und dann habe ich noch ein bisschen Rotation hinzugefügt und ein bisschen Spaß damit gemacht. Gut. Programmiert in Lazarus, plattformunabhängig, könnt ihr euch auch unter Windows kompilieren oder für den Mac. Projekte öffnen, Ball. Habe ich das jetzt wieder gemacht? Das brauchen wir nicht. Gut. Kleiner Hinweis noch, falls sich beim Öffnen des Programms nicht sofort das hier so zeigt, ne, wenn ich euch das weitergebe, das Programm Projekt, und dann gibt es die Formulare und dann auf Form 1 klicken, dann seht ihr das Formular. Hier seht ihr tatsächlich, das ist das echte Programm, ne, die ursprüngliche Form des Programms. Erst bei der Laufzeit wird dieser Ball ausgeschnitten, sodass das Formular nur noch aus dem runden Ball besteht. Beim Starten des Programms mache ich den Ball so, dass er in vier weitere Bilder kopiert wird. Je nach Rotation, für die Rotation gibt es dann eine eigenständige kleine Prozedur, die ich gefunden habe. Link in der Beschreibung im Quelltext. Also einmal der Ball so, Ball um 90 Grad rotiert, nochmal um 90 Grad, nochmal, nochmal, nochmal. Und es gibt einen Timer für die Bewegung. Das Timer-Intervall könnt ihr euch anpassen, wenn es euch zu schnell ist. Und es gibt einen Timer für den Ball, dass der sich entweder nach links dreht oder nach rechts dreht. Ne? Bewegung meine ich herum, bouncen, ne, an die Ecken knallen. Und dann der hier ist für die Bewegung. Gut. Das Set-Shape-Demo habe ich schon mal 2012 beschrieben, damals mit einem Tux, ja, einem Pinguin. Und da haben wir dem Formular die Form eines Pinguins gegeben. Manche Dinge erkennt ihr wieder, das erkennt ihr vielleicht schon wieder aus unserem Atom-Demo, ne? Da habe ich die Moves mal weiter genutzt. Hier am Start des Programms habe ich die Bilder rotieren lassen. Da gibt es eine Unterprozedur Rotate BMP. Habe ich dann pfiffigerweise gleich am Programmstart und einmal erledigen lassen und nicht während der Laufzeit dauern. Das spart ein bisschen Prozessorzeit. Dann initialisiere ich hier ein paar Variablen, die ich zur Laufzeit brauche. Zum Beispiel einen zufälligen Move. Kennen wir aus unserem Atom-Code-Demo. Den Speed des Balls könnt ihr euch anpassen. Der wird zufällig generiert. Und die beiden Timer, dass die sich nicht überholen, keine Race Condition haben, hatten wir auch schon mal gezeigt in anderen Demos. Gut, dann hatten wir, wie gesagt, die ganze Geschichte mit dem Shape Control. Das habe ich jetzt übernommen von unserem Demo, das wir schon hatten. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, wenn der Ball sich bewegt, mit einem Doppelklick den zu beenden, weil der ist ja nur ein Formular. Ne? Das kann ich auch schließen. Ich muss den Ball ja nur erwischen. Gut, das hier dürfte euch furchtbar bekannt vorkommen aus unserem Atom-Demo. Ne? Case, wenn er nach oben, unten oder wie auch immer geht, dann verändert sich die Direktion, also die Richtung, wo er geht. Nach oben, nach unten. Also up, down, left oder right. Und dann wird das neu berechnet, wenn, ne, New Move habe ich es mal genannt, wenn er irgendwo gegenknallt. Ne? Und wenn New Move, dann wird zufällig wieder eine neue Bewegung berechnet. Links, rechts, oben, unten oder gar nichts davon. Und das Timer-Intervall wird dann dementsprechend auch schneller gesetzt. Ne? Also der bewegt sich ja und soll sich dann entsprechend, wenn er sich schneller bewegt, ne, wenn er sich schneller bewegt, auch schneller rotieren. Deshalb für den Timer 2 ein neues Intervall. Der Timer 2 sorgt für die Rotation. Entweder linksrum oder rechtsrum, je nachdem. Wie rum werden einfach nur die Bilder, die ich oben habe, generieren lassen, andersrum rotieren lassen. Ne? Gut, da wird einfach immer das jeweils nächste Bild ins erste Bild kopiert.
Und das erste Bild ist das einzige, das wir sehen auf dem Formular. Ich kopiere einfach nur die Bilder hin und her. So, und das mit dem Rotate findet ihr hier beim Lazarus Forum, habe ich mir da so abgeschaut. Das mache ich nur beim Programm Start, damit ich aus dem einen Ball halt mehrere kriege, die rotiert sind. Ihr könnt das Bild, das Picture austauschen gegen irgendein Bild. Ja, dann könnt ihr das löschen und anderes laden. Dann dreht sich halt das andere Bild, anderer Ball vielleicht, wenn euch der Ball nicht gefällt oder irgendwann mal die Weltmeisterschaft zu Ende ist und ihr wollt einen ganz normalen Ball oder gar keinen Ball oder wie auch immer. Kommt euch vielleicht furchtbar bekannt vor, die Kubuntu-User haben auch sowas, springender, hüpfender Ball. Ein sinnloses kleines Dingenskirchens, Aber es ist tatsächlich dann ein laufendes Programm, wenn man hier den erwischt mit Doppelklick, kann man den schließen, dann ist er wieder zu Ende. Wenn man den erwischt, das hatte ich nämlich gerade nicht erwischt. Also mit Doppelklick müsste ich den, also ich müsste jetzt schnell genug sein. Also wer sich da jetzt einen Sport draus machen will, der kann da natürlich sicher Spielchen raus machen. Gut. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Quelltext hänge ich euch an. Wie gesagt, jetzt nur für Fun, weil gerade Weltmeisterschaft ist. Und tschüss.